Tag, liebe Zuschauer. Mein Name ist Holger Scholze und wir sind hier beim 6. Sächsischen Finanzsymposium in Dresden. Bei mir ist einer der Gastgeber, Lutz Hering, nämlich geschäftsführender Gesellschafter der Vermögensverwaltung Damrum-Fähring hier in Dresden. Und Herr Hering, bevor wir mal die aktuelle Situation an den Finanzmärkten besprechen, mal ein kurzer Blick zurück. 2011 war von vielen Krisen geprägt. Wie fällt Ihr persönliches Fazit für dieses doch recht schwierige, auch schwierige Börsenjahr aus? Ja, das Jahr 2011 hat sehr verheißungsvoll begonnen. Die Aussichten waren sehr positiv. Wir hatten dann sehr viele Rückschläge, angefangen mit Fukushima, Griechenlandkrise, also eigentlich diese ganzen Probleme, die jetzt jeder so jeden Tag über den Nachrichtensender sieht. Für uns war es ein schwieriges Jahr. Wir mussten sehr oft unsere Allokationen wieder anpassen in Depots. Wir hatten sehr viele Transaktionen, die wir machen mussten, um den Sicherheitsaspekt wieder zu gewährleisten. Und von daher war es für uns zwar ein erfolgreiches Jahr, aber wie schon gesagt, ein sehr, sehr schwieriges Jahr. Wollen wir vielleicht mal ein paar Regionen durchgehen, an denen die Musik spielt? Allen voran natürlich hier Europa. Das Thema europäische Schuldenkrise beschäftigt die Marktteilnehmer, beschäftigt die Menschen auch auf den Straßen. Wie ist das momentan einzuschätzen? Also die Euro-Schuldenkrise wird uns sicherlich noch eine ganze Zeit belasten. Wir sehen zwar zwischenzeitlich Besserungen, wenn man schaut, wie die Länder sich mittlerweile wieder refinanzieren können, sehen wir, dass die Zinssätze bei den Staatsanleihen langsam wieder zurückkommen. Gleichzeitig sieht man, dass die Europäische Zentralbank Liquidität schafft, Zinsen gesenkt hat, auch außerplanmäßig unerwartete Zinsen gesenkt hat und somit im Prinzip eine Kreditklemme verhindert. Und die politische Lösung ist hier natürlich gefragt in den kommenden Monaten, dass man dort eine Einigung findet und die Eurozone zusammenhält. Der eigentliche Wachstumsmotor in der Welt war jahrzehntelang waren die Vereinigten Staaten von Amerika, die USA. Wie schauen wir jetzt dort in dieses Land, in dem es ja auch zahlreiche Schwierigkeiten, Probleme gibt, die Rezession droht, sie ist eigentlich da. Wie müssen wir das einschätzen? Werden die Vereinigten Staaten vielleicht sogar als Wachstumsmotor ausfallen? Der Motor stottert, das steht fest. Aber wir sehen in 2012 wieder ein Wachstum. Wir schätzen um die 0,5%. Was uns positiv stimmt, ist, dass die Konsumenten in den USA wieder mehr konsumieren. 60% des amerikanischen Wirtschaftswachstums kommt über den privaten Konsum und der fängt sich langsam wieder an zu erholen. Am Immobilienmarkt sehen wir auch leichte Tendenzen, dass sich das wieder erholt. Die Beginne bei Hausneubauten stimmen uns da etwas positiver. Aber alles in allem sehen wir sicherlich in diesem Jahr kein Wachstum in gewohnter Art und Weise über die letzten Jahre von 3-4%. Ich denke, es wird sich etwas erholen, aber sicherlich nicht in dem Maße, wie wir es vielleicht gerne wollten. Dann gibt es ja an der Börse auch immer wieder Sondereffekte. Einer dieser Sondereffekte könnten möglicherweise die anstehenden Wahlen sein. Wie schätzen Sie dieses ein? Könnte das tatsächlich eine Rolle spielen, dass man da vielleicht das eine oder andere sogar frisiert, um es besser aussehen zu lassen, als es eigentlich ist? Was halten Sie davon? Angeblich sind die Wahljahre zum Präsidenten immer erfolgreiche Jahre an den Börsen. Ob die Ausnahme nun die Regel bestätigt, das wird sich herausstellen. Fakt ist aber, dass man sicherlich in den USA versuchen wird, das Wirtschaftswachstum weiter anzukurbeln, weil sicherlich der Präsident Obama ein Land vorzeigen möchte zur neuen Wahl, was wächst, was sich wieder erholt hat. Und deshalb glauben wir, dass man dort alle Bemühungen in die richtige Richtung lenken wird, um dort wieder, sage ich mal, Positives zu zeigen. Würde ich gerne unsere Weltreise ein bisschen fortsetzen, eine andere große, auch vor allen Dingen Wachstumsregion der Welt. Ich spreche von China. Wie sieht es da im Moment aus? Können die eigentlich auf Dauer ihre hohen Wachstumsraten halten oder werden die nicht auch irgendwann mal Schwierigkeiten bekommen? China wird ja jedes Jahr wieder vom Wachstum her so ein bisschen totgesagt. Wir glauben, dass wir im nächsten Jahr, also 2012 jetzt, bei 8,5% ankommen werden. Das ist sicherlich weniger als die Jahre vorher. Nun muss man natürlich sagen, jedes Jahr ein Wachstum von 10% ist auch dann auf Dauer logischerweise nicht möglich. Was uns positiv stimmt, die Binnenkonjunktur sieht sehr gut aus in China. Aus dem Immobilienmarkt wird so langsam so ein bisschen die Luft rausgelassen. Da haben manche die Befürchtung, dass es zu einer Blase kommen könnte. Da hat aber die Zentralregierung Gesetze und Verordnungen erlassen, die den Immobilienerwerb einschränken und somit auch ein bisschen die Preise zügeln. Mal abgesehen von den
angesprochenen Regionen. Sehen Sie denn irgendwo in der Welt noch eine weitere Region, in der es in Zukunft eine kräftige Aufwärtsmusik geben könnte, in der es möglicherweise überproportionales Wachstum geben könnte? Es gibt da verschiedene Regionen. Indien ist zum Beispiel ein Thema. Indien hat natürlich das umgekehrte Problem, dass in Indien die Binnenkonjunktur viel zu stark wächst, der Export das Problem bereitet, es fehlt Infrastruktur, es fehlt einfach, es fehlen exportfähige Güter. Und das muss ich genau umgekehrt darstellen wie in China. Schaut man sich einfach mal die Bevölkerung weltweit an, stellt man fest, es gibt da sehr schöne Statistiken, bei der jüngeren Bevölkerung unter 15, da sehen Sie bei Indien und Indonesien einen Anteil von 30%, bei Brasilien 25%, selbst die USA hat noch über 20%, Deutschland ein Ausreißer mit 13%. Wir gehen aber davon aus, dass die junge Bevölkerung, die heranwachsende Bevölkerung stärker konsumieren wird als die ältere Bevölkerung, und das sind, denke ich, Regionen, wo auch in den nächsten Jahren das Wachstum herkommen kann. Wollen wir mal nicht ganz so weit vorausschauen, sondern nur mal ins aktuelle Jahr 2012. Was erwarten Sie von diesem Jahr? Wird es so schlimm kommen, wie es jetzt prognostiziert wird? Oder wie sieht Ihre Einschätzung aus? Voriges Jahr war die Einschätzung sehr positiv. Es ist sehr schlimm gekommen. Dieses Jahr sind alle etwas negativer gestimmt. Deshalb glauben wir, es wird nicht so schlimm werden. Die Euro-Schuldenkrise wird uns sicherlich noch lange begleiten. Deshalb glauben wir, dass wir auf der Anleihenseite eher an den Emerging Markets partizipieren sollten, also bei den Ländern, wo die Zinssätze immer noch zwischen 6-7% sind, wo wir ein stetiges Wachstum sehen, eine geringe Staatsverschuldung und auch eine Währung, die weiter erstarkt. Auf der Aktienseite glauben wir, ist es zurzeit zu preiswert. Wir glauben, die Konjunktur wird sich Schritt für Schritt weiter erholen, und wenn man bestimmte Indikatoren wie Kurs-Buchwert-Verhältnis, KGV herannimmt, sind wir eigentlich 10 bis eventuell 20% zu preiswert. Also von daher gibt es da schon Potenzial. Auf der Rohstoffseite glauben wir, dass mit einer konjunkturellen Erholung Rohstoffe wie Kupfer, die sehr stark gebraucht werden, wieder in einen anderen Zyklus eintauchen, wir ein stärkeres Wachstum sehen. Und auf der Goldseite, weil wir immer die Nachfrage auch nach Gold haben. Gold hat im letzten Jahr wieder einen Zuwachs gehabt von über 10%. Wir glauben aber, dass die Explorationsfirmen, die im letzten Jahr fast 20% verloren haben und aktuell auf einem Niveau notieren, die einen Preis von 900 US-Dollar pro Feinunze mehr oder weniger unterlegen, dass wir dort eher, sag ich mal, Aufholpotenzial sehen, dass wir dort sicherlich Wachstumsraten sehen werden und dass man dort das eine oder andere Schnäppchen machen könnte. Ganz herzlichen Dank, Herr Hering, für das sehr interessante Gespräch. Ja, und mit diesen zuversichtlichen Aussichten von Lutz Hering möchten wir uns von Ihnen verabschieden. Alles Gute für Sie, für das laufende Jahr, vor allen Dingen auch für Ihre Börsengeschäfte.